Hey Leute und willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, Patch 1.07 ist mittlerweile aufgespielt worden. Es hat sich einiges getan und das Update war recht groß mit 5 GB. Na, was heißt recht groß? Es ist riesig. Sagen wir mal ehrlich, früher waren Spiele generell nur 1 GB groß. Und jetzt hat es gleich ein 5er Update bekommen. Naja, wir machen die nächste Quest. Und zwar wollte ich in Erzdorf noch gegen einen Mann Gwind spielen, um die Karte zu bekommen. Ich bin überall zerkratzt, Leute. Wir haben jetzt eine Babykatze, die liebe Mühe. Und die macht uns auch eine liebe Mühe. Denn sie ist ganz schön wild. Ein kleiner Wirbelwind quasi. Baut ihr eure Boote aus Kiefernholz? Natürlich nicht. Meine Frau hat Kiefernholz angeschleppt, damit ich ihr eine Wiege baue. Läuft das Bootsgeschäft denn nicht gut? Überhaupt nicht. Es gibt keine Fische. Ich habe gehört, du bist ein guter Bootsbauer und ein noch besserer Kartenspieler. Willst du spielen? Och, ja. Ja. Bin immer bereit für eine Partie. Na klar. So, wir nehmen das Standarddeck wie immer. Und was haben wir denn? Wir haben Thaler, wir haben Dijkstra. Sehr gut. Haben wir Stannis noch? Nein. Strömender Regen. Nehmen wir das? Ich tausche mal aus, Sheldon. Oh, ne. Bräuchte mir. Oh, ich höre die Katze miauen. Ich habe die eingesperrt. Das ist. Nicht nett von mir, aber ich muss das tun, denn sonst macht die andauernd Terror. Und kratzt mich. Das macht die den ganzen Tag. Ja, super. Das ist schön, dass du eine Finte hast. Dann spiele ich halt noch Thaler aus. Danke sehr. Wahrscheinlich hat er jetzt noch eine Finte, oder? Ah, nein. Habe ich da auch einen Zweier, siehst du mal. Oh. Imperia-Brigade. Ich habe auf jeden Fall die Heldenfähigkeit, dass ich meine Belagerungstruppen verstärken kann. Das mache ich jetzt noch nicht. Ah, Dijkstra. Sehr gut. Du hast Dijkstra. So sieht's aus, ne? Gib mir den mal. Oh, ich höre sie die ganze Zeit. Miau! Hey, das ist cool, dass du das machst. Danke. Dann kriegst du jetzt auch noch einen Punkt durch Dijkstra. Krieg ich meinen Dijkstra noch? Ne, leider nicht. Ey, das ist so perfekt. Nein, ist es nicht. Verdammt, hätte er den jetzt nicht gespielt, hätte ich die alle mit einer Karte zerstören können. Zwar auch meine, aber... Ja, miau. Du machst nur Stress, Katze, das weißt du. Deswegen musst du jetzt leider mal ein bisschen eingesperrt bleiben. Sonst krieg ich nämlich einen Anfall. Das ist echt so, Leute. Die macht mich wahnsinnig, die Katze, die Kleine. Ja, er ist halt absolut nicht aufs Passen aus, ne? Fernkampf. Nee, das ist vielleicht nicht so gut. Soll ich die Fünfer zerstören? Nee, ich warte noch. Das wäre jetzt doof. Ich setze einfach noch eine Fernkampf. Detmold. Ingenieur. Ah, das ist jetzt schlecht. Jetzt kann ich die nämlich... Hätte die sowieso nicht zerstören können. Fällt mir gerade auf. Was machen wir denn? Am besten mache ich gar nichts mehr, oder? Soll ich mich mal geschlagen geben, die Runde? Ist mir eigentlich relativ. Ich habe auch keine Spionagekarte. Ne, warte mal, noch besser. Ich setze die. Ich muss jetzt erstmal drüber kommen. Er setzt halt immer genau eine, dass ich das nicht überbieten kann. So. Ah, jetzt passt er. Seht mal. Ja, du hast doch keine Karten mehr, du Lusche. Ich bin am Zug. Dann setze ich erstmal die hier in Tribok. Oh nein, Leto. Das ist wunderbar, Leto. Aha. Kann man ja mal machen, ne? Dann setze ich die noch. Und hole mir den Tribok zurück. Aha. Oh, ist er da gezogen? Das gefällt mir nicht. Ich muss Zeit schinden, deswegen spiele ich die noch. Detmold? Ja, siehst du mal. Ach nee, das ist schlecht. Jetzt hat er 16 und ich habe... Hm. So, hast du noch was? Oh. Warte. Schönes Wetter. Und ich habe gewonnen. Haha. Super. Nach den Regeln gehört die Karte mir. Ja, so ist es. Ihr Götter, ich glaube, du hättest das Zeug, gegen Hadi anzutreten.
Die Leute lachen über ihn, weil er noch jung und nicht gerade klug ist. Aber angeblich hat er es gewagt, den Baron selbst zu besiegen. Den habe ich aber schon... Oh, Leto! Ich habe also Leto bekommen. Cool. Kannst du jetzt nicht speichern? Jawoll. Adi habe ich schon besiegt. Oh! Und Erin... Ja, Glas. Was ist das denn? Was ist das denn? Erin Bergglas? Warte mal, da gucken wir mal rein. Windkartensatz. Da ist nichts Neues. Da ist nichts Neues. Eridin ist das? Nein, das ist es nicht. Leto, jawoll. Guck mal, jetzt habe ich da schon eine Heldenkarte drin. Bei Nilfgaard, sehr gut. Wer ist denn Erin Bergglas? Das müsste doch... Habe ich die nicht schon? Ansonsten, ich meine... Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Das war eine Monsterkarte auf jeden Fall, vom Aussehen her. Oh, guck mal, der Kairan. Ich habe schon richtig gute Karten hier bei meinem Monsterdeck. Eridin, Bringer des Todes. Ah, wirf zwei Karten ab und ziehe eine Karte deiner Wahl und verdopple die Nahkampfeinheiten. Ne, das lassen wir. Den lassen wir so. Ich frage mich gerade, wo die sein soll. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt geraten ist, diese Karte. Aber ich habe sie wohl bekommen. So, ich muss ein bisschen öfter speichern, weil ich habe vorhin schon mal versucht aufzunehmen. Und da ist das Spiel einfach abgestürzt. Das macht es jetzt anscheinend gerne mal mit dem 107 bei manchen Leuten. Warnung! Hört, hört! Ich ging nach Krenfels, um Handel zu treiben. Diese Banditen spuckten auf meine Ware, zerschlugen sie am Boden und verprügelten mich. All dies zum Zeitvertreib. Lasst euch mein Missgeschick eine Lehre sein und haltet euch für diesen Verbrechernest fern. Sama. Mann gesucht. Allmächtige Götter, es reicht! Jede Frau weit und breit hat einen Mann, nur ich nicht. Wenn du nicht zu alt, nicht zu hässlich bist, ein Feld bestellen kannst, nicht zu viel trinkst und vor allem eine Frau brauchst, dann komm zu Helanda und wir kriegen beide, was wir suchen. Ah ja. Warnung vor den Nilfgaardern. Oder von den Nilfgaardern. Hört, hört, gute Leute. Nilfgaarder haben mir einen Besuch abgestattet. Ich soll dem Dorf mitteilen, dass jeder, der den Redanien hilft, aufgeknüpft wird. Ich wollte ihnen sagen, dass ich hier seit Zeiten König Medels keine Redanier mehr gesehen habe, doch es war vergebens. Ich mache ihre Warnung also hiermit per Aushang bekannt. Der Älteste. Alle sollen es erfahren. Gestern Abend hat Nordrada den Löffel abgegeben. Lange Jahre hat sie auf unser Mitleid gebaut, um Almosen gebettelt und als einsame Witwe ohne Angehörige das ihre eingefordert. Doch es war alles Lüge. Wir gingen hin, um den Leichnam zur Bestattung vorzubereiten und da fanden wir hinter dem Ofen einen Sack prallvoll mit Getreide, Erbsen und Bohnen, daneben einen Beutel mit Trockenäpfeln und Pilzen. Wir riefen sofort den Ältesten und Folgendes wurde beschlossen. Das Essen wird an alle im Dorf verteilt und Nordrada bekommt kein anständiges Begräbnis, sondern wird mit einem Stein an den Füßen in den Sumpf geworfen, auf das sie niemals Frieden finden würde. Dies sei allen ein Zeichen, die auf Kosten anderer leben und Essen vor dem Dorf verbergen und Lügen vorschützen. Sie sind verdammt von Menschen und Göttern. Das ist ja ganz schön mies. Bitte von Anora. Herhören. Mein Mann Johannes hat mich und die Kleinen verlassen. Er hat sich alle Wertsachen geschnappt, die er tragen konnte und ist verschwunden. Ohne ein Wort. Wenn ihr ihn trefft, dann spuckt ihm für mich ins Gesicht. Anora. Auftrag Bestie von Ehrendorf. Gute Leute, bei unserem schönen Ehrendorf treibt ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss. Dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf. Frag nach Sobemir, dem Ältesten. Das könnte ich eigentlich mal machen, ne? Oh, der ist ein bisschen zu hart. Das ist ein... Ne, ist nicht so gut. Warte, was haben wir noch? Die Blutsbande. Rodeberts Leichnam. Das können wir machen, oder? Ich arbeite jetzt mal ein bisschen hier. Die Schreine ab. Ne, nicht die Schreine. Die Katze, die miaut die ganze Zeit. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Haus der Erholung. Ja, es ist ja nicht so weit weg, ne? Nee, die kleine Katze, die mauzt und kreischt die ganze Zeit, weil sie möchte jetzt unbedingt Gesellschaft haben. Ist ja auch schön und gut, aber ich kann jetzt gerade nicht. Und wenn ich sie hier reinlasse in mein Aufnahmezimmer, dann dreht die total am Rad und zieht an den Kabeln. Hier steht noch ein Wäscheständer mit Handtüchern drauf, dann zieht die Handtücher runter und springt darauf rum. Das ist ganz wahnsinnig. Das Vieh. Kann ich jetzt nicht speichern? Ja, ich muss halt jetzt immer wieder speichern, weil es kann sein, dass das Spiel Mucken macht. Ich weiß nicht. Ich schätze mal, es liegt einfach am Patch 107.
Der Patch hat übrigens einiges gebugfixt, also einige Monsterbegegnungen, die vorher nicht stattgefunden haben, gibt es jetzt. Dann hat man, glaube ich, in jeder Stadt eine Kiste. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen, die Chat... Die ganzen Chat-Notizen. In den Sumpf geflohen. Aber ist doch schon ein totes Pferdchen. Die Deserteure haben versucht, zu Pferde zu fliehen. Hier wurden sie offenbar erwischt. Der gute Rotbad. Oh, da liegt er, glaube ich, schon. Das ist doch ein Nilfgaarder Schild, oder? Hundespuren. Sie sind wohl verfolgt worden. Wo sind sie hin? Oh ne, da kommen schon die Ghule. Ich glaube, ich schlitze die mal lieber auf, oder? Es gibt übrigens auch alternative Bewegungssets für Geralt, hatte ich gesehen im Menü. Also man kann sich zum Beispiel jetzt scheinbar anders bewegen, also die Animationen sind verändert worden so ein bisschen. Aber ich sehe davon jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Nur manche Sounds sind ein bisschen abgehackt. Aber so, es sieht auch schon besser aus. Also man hat wohl die Performance verbessert zugunsten der Rechenleistung. Und auch die Grafik wurde etwas aufpoliert. Aber als auch nicht, um die Hardware weiter zu belasten. Es ist halt einfach... Ja, ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben. Fragt mich nicht, ich kenne mich da nicht aus. Wo war jetzt nochmal der Leichnam? Blutmoos. Mollepfeil. Das war doch hier, ne? Und da bin ich dann da runter. Ich habe leider gerade vergessen, wo ich hergekommen bin. Das ist super. Da sind die Fußspuren, genau. Gehen wir denen nochmal nach. Hunde, sagte er. Oh, da hängt ja schon einer. Ist das Rotbert? Ja, miau. Gut, herrlich. Das ist er wohl. Ich muss aber sicher gehen. Aha. Ein Brief an seine Mutter. Den muss ich ihr geben. Aber mehr kann ich nicht tun. Oh, das ist aber schade. Obala. Kann ich den jetzt einfach lesen oder ist das böse? Ach, guck mal, sie haben die Schriftstücke in ein eigenes Menü gepackt. Ach, das war der Auftrag. Das finde ich ganz nett. Unverschickter Brief. Liebe Mutter, dies ist vielleicht mein letzter Brief. Mein Herz ist schwer, während ich dies schreibe, denn ich habe große Schande über die Familie gebracht. Ich habe meine Waffenbrüder im Stich gelassen. In der Stunde der Wahrheit versagte mein Mut. Ich bitte nicht um Vergebung, da ich sie nicht verdiene. Ich bitte nur darum, dass du für mich betest. Mögest du in Gesundheit leben? Rotbert. Ach, guck mal, man sieht jetzt auch die ganzen Schriftstücke, die man schon gelesen hat. Die sind nämlich ausgegraut. Auch die Bücher, das ist ja gut. Dann kann ich die ganzen Bücher jetzt doch endlich verkaufen. Du hast dieses Buch schon gelesen. Nee, das ist wirklich sinnvoll. Das finde ich super. Dann kann ich ja noch ganz viel vorlesen für euch. Ich weiß, das mögen manche sehr gerne. Ja. So. Haus der Erholung. Was war das hier nochmal? Das war, glaube ich, zu hart, ne? Das war too hard. Gucken wir mal ganz kurz. Ich habe halt immer Angst, dass es abstürzt und das ist ekelhaft. Ich weiß noch nicht, ob ihr das wisst, aber das Spiel, es dauert sehr lange, bis man eben wieder im Spiel ist. Also bei mir manchmal. Das dauert dann wirklich so 2-3 Minuten und wenn mir das dann öfter abstürzt jetzt, dann wird es mir so ein bisschen verhageln. Dann hätte ich da wahrscheinlich nicht so Bock, wirklich viel aufzunehmen und zu spielen. War der nicht zu stark für mich? Oh ja. Oh ja. Nee. Nee, der war ein bisschen zu hart. So, Nebenaufträge. So. Alle Schreine reparieren, was haben wir da? Der meisterliche Rüstungsschmied. Sprich mit dem Aufseher, was ist das? Novigrad. Ich muss auf jeden Fall die... Oh, Vernon Roche kann ich auch noch herausfordern. Spiel gegen Wirte. Stjepans einzigartige Karte. Spieler der Großstadt. Eieieiei, guck mal, das sind... eine Menge Gewinnquests. Undwig, das war... Ja. Oh, war das das? Nee. Ein wertvolles Horn? Holgers Horn. Ich muss halt wissen, oder ich würde gerne jetzt die ganzen Aufträge beim Lager machen. Ansonsten machen wir das Ding aus dem Sumpf. Ach, das können wir noch abholen. Ach so.
Nee, ich muss ja hoch erstmal an den Wegpunkt. Oh. Wir rennen jetzt einfach mal zum Wegpunkt. Und werden dann die Belohnung holen von der Mutti. Und dann gehen wir weiter zu dem Typen im Sumpf, holen uns dort die Belohnung ab und dann vielleicht noch ein bisschen gegen Vernon Roche spielen oder so. Oder was anderes machen. Auf jeden Fall Vernon Roche, der von den blauen Streifen, den will ich auch gerne mal wieder sehen. Das war ein netter Typ. Ich meine, ich habe mich jetzt zwar in Witcher 2 nicht auf seine Seite geschlagen, sondern auf die von Yovett. Aber ich mochte ihn trotzdem gerne. Immerhin hat er uns aus dem Gefängnis befreit. Einfach so. Ach, da. Da ist der Wegweiser. Ja, das fand ich sehr nett von ihm. Das macht man nicht alle Tage. Ich meine, natürlich hat er sich auch was davon erhofft, aber... So, die Mutti ist da im Lager. Oh, guck mal, die Ladezeiten haben sie ganz schön verkürzt, ne? Nächster, nee, da muss ich weiter die Straße runter. Es ist so verwirrend, wenn man hier keine Marker nutzt, also oder die falschen Marker eingestellt hat. Oh, hört mal die Musik hier im Nilfgaardischen Lager, das ist gleich so ein ganz schweres, trauriges Thema. Nicht traurig, aber es ist ein bisschen Depri fast schon, will ich meinen. Ich hab dich in Vysima gesehen. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden. Das ist doch die Mutti. Mein Sohn, hast du was erfahren? Hab ich. Ich will die Wahrheit wissen. Ob sie süß oder schmerzhaft ist. Ich will sie wissen. Dein Sohn ist tot. Wie ist das geschehen? Ja... Ich sag die Wahrheit. Ja. Er ist desertiert. Man hat ihn geschnappt und aufgehängt. Lüge! Er hing da nicht alleine. Die Mitteilung am Baum war eindeutig. Das glaube ich dir nicht. Mein Sohn war kein Feigling. Glaub, was du willst. Ich habe einen Brief bei ihm gefunden. Der ist an dich adressiert. Mutter, dies ist vielleicht das letzte Mal, dass ich schreibe. Ich habe in allen Briefen gelogen. Vergib. Ich bin kein Held. Es macht mir keine Freude, Nordlinge zu töten. Dieser Ort ist ein Albtraum. Ich habe es ertragen, aber das geht nun nicht mehr. Vor kurzem befahl man uns, Gefangene zu ermorden. Weißt du, was es bedeutet, Wehrlose zu töten? Ich muss hier weg. Mein liebes Kind. Für immer. Du hast ihn gefunden. Hier. Dein Lohn. Geralt der Riege. Naja. Hexer? Ich sag mal, es war jetzt vielleicht nicht das Beste für die Mutti, was sie hören wollte, aber wir waren ehrlich und haben ihr die Wahrheit gesagt. Sei gegrüßt. Hallo. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Also lieber so, als hätten wir sie jetzt angelogen, ihr dann den Brief gegeben und dann wär's sowieso rausgekommen, oder? Der macht mir nicht gerade ein gutes Angebot, kann das sein? Für mein Zeug? Das sehe ich jetzt schon. Nee, das ist... Hat das denn irgendwas mit Respekt zu tun, den wir uns verdienen? Oder mit Wohlwollen? Lebt wohl. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber manche Händler geben uns ja echt viel Geld und andere geben uns so gut wie gar nichts für irgendwelche Sachen. Weil ich ein bisschen frech finde. Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Ja, ja. Ich meine, Nilfgaard ist schon sehr fortgeschritten. Auch in seinen Ansichten sind sie sehr... Sie haben halt alles ein bisschen reformierter. Was war denn mit dir los? Aber andererseits sind sie auch sehr rückständig, wie ich finde. Ja, ich weiß, da kann man sich streiten drum. Aber ich finde sie sehr rückständig manchmal. Ach, guck mal, das ist hier. Das war der Ziegeltyp da, ne? Mit seinen Torfstecher-Ziegel-Dingens-Bummens. Genau. Ach, guck mal, dieser... Oh Gott, guck mal, dieses Licht hier. Haben die das verbessert? Der Lichteinfall so ein bisschen, das sieht nämlich fantastisch aus. Ich finde es fantastisch. Oh nein. Au. Och nö, ihr Ärsche. Ihr seid viel zu schwach für mich. Ihr seid doch viel zu schwach. Man greift ihr mich überhaupt an? Jetzt halt ein paar Hirne.
Oh Gott, die Katze hat Ruhe gegeben. Ich hoffe, sie schläft jetzt ein bisschen oder isst was oder spielt oder... Oder? Ich muss mal kurz lauschen. Es ist sehr anstrengend mit ihr. Also Katzen sind zwar süß und alles, kleine Katzen vor allem, aber auch sehr anstrengend. Ein Hexer! Meinen Gruß! Okay, das Spiel hat sich eben aufgehängt. Habt ihr gesehen vielleicht? Ich probiere jetzt einfach nochmal zum Auftraggeber zu gehen. Ich habe gelesen, dass man das randlose Fenster ausschalten soll, mit dem ich hier aufnehme. Dann soll es wohl gut laufen mit Patch 1.07. Ansonsten hat man da ganz schön Probleme teilweise. Ich kann es leider auch nicht im Vollbildmodus spielen, denn dann kann ich nämlich nicht mehr aufnehmen. Vielleicht kennen sich einige von euch damit aus, vielleicht nicht. Deswegen werde ich jetzt auch nicht auf die Einzelheiten eingehen, warum ich es dann nicht aufnehmen kann. Aber ja, es geht halt nicht. Wir schauen mal. Weil ich möchte das jetzt ungern pausieren, das Projekt, ehrlich gesagt. Ein Hexer! Meinen Gruß! Ja, hier, wo ist mein Geld? Ich will mein Geld. Wo ist es? Da, nimm es. Doppelte Summe. Wie vereinbart. Ich halte mein Wort. Ja, beim zweiten Mal. Schon gut, danke. Und leb wohl. Es hat sich nicht aufgehängt. Na gut, vielleicht scheint es ja jetzt echt zu funktionieren. 511 Kronen. Ach, scheiße. Das hat er sich aber einiges kosten lassen jetzt, Geralt, ne? Du bist ja auch ein netter Kerl. Warte mal, nehmen wir gleich die nächste Quest an. Hexeraufträge, haben wir da noch was? Sprich mit dem Jäger. Ein flüchtiger Dieb. Ah, begib dich beim Tag zum Marktplatz und sprich mit Silvester Amello. Das machen wir. Ja, ich muss erstmal zurück an den Wegpunkt. Und dann gehe ich nach... Ist das Novigrad? Oh, okay, ihr seid ganz so schnell da auf einmal, ne? Diese blöden Mumen. Wenn ich denen nochmal begegnen würde, ne? Ich würde die so platt machen. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Vielleicht würden sie mich platt machen eher. Oh. Das war ganz schön tief. So, dann würde ich sagen, Och, guck mal da. Wir haben ein Lager. Ja, da können wir jetzt Zeug ablagern. Einlagern oder abladen. Das ist ganz gut. Also wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Sets bei sich trägt, dann kann man dort eins hinschmeißen. Finde ich nett. Finde ich nett. Denn ich habe ja sowieso vor, mir das Katzenset bald zu besorgen. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Ja, ich bin auch äußerst verdächtig. Bei Tag soll ich da hingehen. Es ist 21.15 Uhr. Das ist nicht gerade Tag. Ich werde mal kurz hier irgendwo ein bisschen meditieren. Und zwar bis es Tag ist. Ich finde es sowieso doof, dass gerade Regenzeit zu sein scheint. Gibt es hier sowas? Gibt es hier Jahreszeiten während des Spielens? Weil das finde ich ganz schön anstrengend. Andauernd Regen und das macht die Stimmung so trübe und ich sehe so wenig. Oh, die Lichtverhältnisse sehen irgendwie anders aus. Haben die das gepatcht? Das wäre nämlich fantastisch, würde ich mal so sagen. Silvester Amello. Sei gegrüßt, Meister. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Okay. Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß, das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. Machen wir mal ein bisschen was drauf, ne? So viel? Du beliebst wohl zu scherzen. Oh, was? So viel war das gar nicht. Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Was ist hier los? Ich hab doch gar nicht so viel. Na, komm, dann gehe ich halt ganz runter. Gut verhandelt, Meister. Na schön, abgemacht. Das ist der Grundpreis.
Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Zurückhalten! Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Ja, alles. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Schmeiß den ganzen Rotz in den Kanal. Okay. Was du da hast, ist scheiße, keine Ware. Wo ist denn der Durchgang? Das war hier irgendwo bei so einem grünen Tuch. Ja, hier. Mutant! Haltet mich, sonst drehe ich durch. Und wieder. Anzünden will. Ja, was ist denn? Der muss doch. Oh! Was schreist du so rum? Genau, was schreit ihr so rum? Kann ich da nicht raufspringen? Nee, scheinbar nicht. Wo ist er denn hin? Der muss doch hier rüber gesprungen sein, oder? Und ich soll aber hier nachsuchen. Komm näher! Ach, nicht da so oben. Zurückhaltend. Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchst. Ja, ja, alles. Nee. Also Leute, es stürzt die ganze Zeit ab, das Spiel. Ich kann es leider nicht verhindern. Deswegen werde ich das jetzt hier erstmal pausieren, solange bis da ein Fix rauskommt. Denn es macht es unspielbar in meinen Augen. Also, ihr wisst das ja nicht, aber während dieser Session ist das Spiel jetzt wirklich 5-6 Mal abgestürzt. Und diese Session meine ich diesen einen Part. Ich werde es aber auch dabei belassen, weil es macht echt keinen Sinn. Ich will mich damit nicht rumärgern, denn jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte und wieder hier im Spiel bin, dafür gehen 1-2 Minuten und hört sich jetzt nicht viel an, aber es summiert sich und nimmt mir so ein bisschen den Spaß aktuell. Leider, also erstmal heute nur ein Part und mal sehen, ob die nicht bald einen Hotfix rausbringen. Ich hoffe es sehr, denn ich möchte es nicht pausieren. Abbrechen ist sowieso keine Option. Leute, trotzdem hoffe ich, ihr hattet Spaß an diesem Part. Ihr lasst mir ein bisschen Liebe da. Das wäre sehr nett von euch, wenn ihr mich natürlich unterstützt. Und wir sehen uns wieder, wenn es denn bald weitergeht, hoffentlich mit The Witcher 3 Wild Hunt.